Das erste Mal und ganz neu gibt's von Kauflands Eigenmarke K-Bio Bio-Babynahrung. Ich bin Janine und freue mich ganz besonders, denn wir treffen gleich Tabea für die Kaufland Einkaufsacademy. Und sie arbeitet bei Kaufland im Qualitätsmanagement und ist unter anderem für die K-Bio-Babyserie verantwortlich. Was das jetzt genau für euch bedeutet, also welche Produkte ihr bald im Regal finden könnt und was Bio jetzt eigentlich mit Babynahrung zu tun hat, außerdem noch die spannende Frage, welche Voraussetzungen muss denn eigentlich so eine Babynahrung erfüllen? Das klären wir im jetzigen Video. Kommt mal mit! Hallo Tabea, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Janine, vielen Dank für die Einladung. Würdest du denn jetzt persönlich sagen, dass Bio-Babynahrung ein reines Naturprodukt ist? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also wir arbeiten bei der Babynahrung ohne Zusatzstoffe und ganz wichtig auch ohne Zusatz von Zucker und Aromen. Und das Besondere ist ja, dass du auch die Produkte mitentwickelt hast. Genau, also ich habe die Muster alle live gesehen und auch verkostet und deswegen weiß ich auch, wovon ich spreche. Welche Produkte gehören denn jetzt zu eurem K-Bio-Babynahrung-Sortiment? Also aktuell haben wir verschiedene Snacks wie Kekse, Reiswaffeln, aber auch Getränke und natürlich die beliebten Quetschis im Sortiment. Die sind ja gerade für unterwegs perfekt geeignet. Und von diesen Quetschis gibt es ja auch verschiedene Sorten, ne? Genau, ich habe sogar einen dabei. Oh, der hier ist mit Erdbeere und Hafer und gehört definitiv zu meinen Lieblingsprodukten. Denn durch den Hafer hat er so eine leichte getreidige Note und ist dann nochmal eine ganz gute geschmackliche Abwechslung zu den reinen Fruchtsorten. Diese Quetschis hier, die sind lecker, aber die werden natürlich auf der anderen Seite auch wirklich heiß und kontrovers diskutiert. Ein Punkt zum Beispiel ist die Plastikverpackung hier. Ja, da sprichst du auf jeden Fall ein berechtigtes Thema an. Also grundsätzlich sind die Quetschis ja für unterwegs geeignet. Das heißt, die Verpackung ist dahingehend optimiert, dass sie einfach praktisch sind, dass man sie gut mitnehmen kann. Und dafür muss sie natürlich dicht sein. Da kommen wir ohne Plastik im Moment nicht aus. Aber wir versuchen, das so reduziert wie möglich zu halten. Und wie sieht es mit der Süße aus? Also hier arbeiten wir ohne Zuckerzusatz, denn von Natur aus bringt das Obst natürlich schon ausreichend Fruchtzucker mit. Und da ist es wie bei allen süßen Sachen, die Menge macht's. Und deswegen ist das Ganze eben auch nur eine Zwischenmahlzeit und sollte nicht Hauptbestandteil der Ernährung sein. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Und wir sprechen die ganze Zeit über K-Bio-Babynahrung. Wie viel Bio steckt denn jetzt eigentlich drin in den Produkten? Also für unsere Babynahrung gelten natürlich die Anforderungen der EU-Bio-Zertifizierung und die werden auch erfüllt. Ich kann dir da mal ein Beispiel geben. 95% der landwirtschaftlichen Zutaten müssen zum Beispiel wirklich auch Bio sein. Aber die Frucht- und Getreideanteile, die wir in unseren Quetschis verwenden, die sind wirklich zu 100% Bio. Also 100%, mehr geht ja tatsächlich nicht. Aber es gibt natürlich auch generell Anforderungen, die Babynahrung erfüllen muss. Und da kannst du mir ja vielleicht beim Spazierengehen noch ein bisschen mehr von erzählen. Ja, sehr gern. Also ich kenne das von mir selbst, Lebensmittel für Babys und für Kleinkinder, das ist tatsächlich eine Vertrauenssache und auch eine sehr sensible Sache. Gibt es denn da bestimmte Kriterien oder Richtlinien, die jetzt die Produzenten einhalten müssen? Ja, definitiv. Also wie du sagst, das ist eine sehr sensible Verbrauchergruppe, deswegen gibt es auch strenge Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Und die kommen zu einem Großteil aus der sogenannten Verordnung über dietetische Lebensmittel oder kurz auch Diätverordnung. Und die regeln einfach bestimmte Themen, die für Babynahrung erfüllt sein müssen. Die Diätverordnung, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären? Worum geht's da? Ja, also bei der Zusammensetzung kommt es zum Beispiel darauf an, dass ein bestimmtes Nährstoffverhältnis einfach eingehalten wird, damit das Produkt am Ende bestmöglich passend zu dem Bedarf des Babys konzipiert ist. Beim Thema Rückstände ist es so, dass wir ja hier, wie gesagt, eine sehr sensible Verbrauchergruppe haben und daher sind die Grenzwerte einfach nochmal deutlich strenger als bei Lebensmitteln, die nicht speziell für Säuglinge oder Kleinkinder angeboten werden. Und bei dem Thema Kennzeichnung ist es so, dass immer aufgebracht sein muss, für welches Alter der Artikel empfohlen ist. Unser Quetschi zum Beispiel von vorhin, der ist ab einem Jahr geeignet. Und da geht es oft einfach darum, dass das Baby erstmal in der Lage sein muss, das Lebensmittel überhaupt essen zu können. Also dass zum Beispiel der Keks nicht so groß ist. Oder dass auch die Verpackungsart geeignet ist, wie eben bei dem Quetschi. Ja, das finde ich tatsächlich besonders hilfreich, auch wenn ich selber dann auf die Produkte schaue. Gibt es denn eigentlich Kontrollen für Produzenten?
Definitiv. Also es gibt in dem ganzen Verarbeitungs- und Herstellungsprozess verschiedene Kontrollstufen, die dann am Ende sicherstellen, dass das Produkt alle Richtlinien erfüllt. Ja, und ganz am Ende gibt es dann natürlich nochmal eine Qualitätskontrolle vom Endprodukt. Also jede Menge Kontrollen, das gibt mir auf jeden Fall ein sehr sicheres Gefühl. Auf der einen Seite haben wir die Biozertifizierung, auf der anderen Seite die Diätverordnung. Ja, sicher ist sicher. Liebe Tabea, ich danke dir, dass ich heute so viel lernen durfte und ich habe noch eine kleine Bitte. Darf ich das Quetschi mitnehmen für die natürlich. Zukunft? Das kannst du haben. Bitteschön. Dankeschön. Ich möchte mich auch bedanken für das Gespräch. Und wir bei Kaufland freuen uns natürlich, dass wir unser Bio-Sortiment jetzt nochmal erweitern konnten und nun auch die Nachfrage nach Bio-Babynahrung bedienen können. Also Bio-Babynahrung ist nicht nur was für Babys und kann ich jetzt wirklich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Falls euch das Video jetzt gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Kaufland-Kanal. Stöbert auch mal durch die weiteren Videos und falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare posten. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.